der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Ja toll, jetzt rennt mir Augen. Scheiße. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken. Bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Ob sie nur so lang? Ging jetzt aber schnell von der Sitze. Gott, die Basis auf Bordmund. Sie sind unberechenbar. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Die Androiden haben nichts getan. In der ganzen Stadt. Den Kurs haben sie. Wir müssen etwas tun. Wir können uns doch nicht einfach so abschlachten lassen mit den Menschen. Und dann gibt es die Zwillinge. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Oh, fuck, er sah so los. Hä? Ich glaube, das kommt auch noch in Erinnerung. Es ist an der Zeit, unsere Maschine
Androiden persönlich abholen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewaltig. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und zu viel. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen, die frei sein sollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwell forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines Dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Wir müssen die Schweine umbringen. Und die Entschlossenheit der Polizei. Wir müssen die Toten die Maschinen. In ein völliges Chaos gestürzt. Die Behörden verlangen eine sofortige Auslieferung aller Androiden an das nächste Polizeirevier ohne. Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Ist mir egal, ob sie Mensch oder Android ist. Sie ist jemand, der mir wichtig ist. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Nö. Es war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und feuerte. Da muss doch irgendwo noch was zum Lesen geben, oder? Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie... Scheiße. Alice. Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens.
Aber ich vermute, ich hab's echt übersehen, ne? Ja, ich kann auch nicht warnen, was zu machen. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist unmöglich, dass oder es war beim anderen Buch, gell? Mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Ja, klar, beim anderen Buch. Ja. Stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Ach, jetzt aber mal. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg. Aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Nichts als Gejammer. Was hast du denn schon getan, Josh? Ich habe wenigstens gekämpft. Und wenn ich sterbe, sterbe ich frei. Das hier führt doch zu nichts. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Alter. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Wir sollten nicht wie sie werden, North. Wir erreichen die Freiheit mit anderen Mitteln. Ich hoffe, du hast recht. Ich glaube, wir wollten sein.
Was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Wir hätten wollten sein. Alloge bei ihr mit drauf. Die druckt sowas von drauf. Gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Wir sind auch dein Volk. Wir kämpfen auch für deine Freiheit. Du musst nicht länger ihr Sklave sein. Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Das reicht jetzt! Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Vielleicht mehr als dein Programm. Komm zu uns. Schließ dich uns an. Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt. Oh oh. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Wir hatten in der Falle. Schnell, Kara! Sie kommen!
bleiben! Los, mir nach! Hier lang! Schnell! Hier lang! Weiter vorn muss ein Ausgang sein! Ja, wo denn? Mann, da bleibt das schön! Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen. Komm. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommen. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Luther. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt. Passt gut auf euch auf. Tut uns nichts! Wir haben nichts getan!
Weg hier! Schnell! Gamma-Team aus. Köln hoch. Hier lang! Such noch, ich komme nach. Ein Ausgang! Geschafft, Alice! Stopp! Runter! Na los, wir verschwinden von hier. Oh. Schnell, wir müssen weg. Oh!
haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Oh, leck mich doch. Ja, geil, ihr wisst nur mal, wo er nur lebt. Spoonful of sugar could make it sweet. The cancer inside, stealing my sleep. Night after night, it keeps haunting me. The secrets I keep are tearing me up inside. I try to hide them and I wonder why. I wonder why I'm still. There's no escaping. I can drive it home tonight. Oh.